Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft Sky zusammen mit dem Debitor. Hallo. Hallo. Wir haben heute was so super, super cooles vor. Denn haben wir? Ja. Okay. Wir haben ja beim Peter, wer die Folge übrigens nicht gesehen hat, guck mal beim Peter vorbei, da haben wir das Ding hier oben gebaut. Und dafür sind so ein paar Enderperlen draufgegangen. Und deswegen müssen wir die irgendwie wieder reinbekommen. Wir haben ja unsere Mobfalle, aber irgendwie ist die kaputt oder wurde genervt, eins von beiden. Jedenfalls bekommen wir nicht mehr so viel Enderperlen. Wir haben jetzt 20, wir hatten mal 200, 300 oder so. Ja, 200, wollen wir nicht übertreiben hier. Okay, 200. Ja, und jetzt haben wir noch 20. Und wir brauchen eben unbedingt neue, denn ich habe unter anderem das Lagersystem jetzt komplett gemacht. Also alles angeschlossen, ist jetzt alles drin, was wir haben. Wir können das benutzen, das ist awesome. Aber heute wollen wir eben automatisch Enderperlen herstellen lassen. Und nicht wie die übliche Variante, irgendwie eine Mobfarm mit einem Enderman-Spawner zu bauen, wie in jedem Projekt. Sondern mit einer Mischung aus vielen Mods eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon, genau. Minecraft, Thermal Expansion, Excompressum, Botania, Ender. Oh, boah, Alter, viele Mods, ey. Krass. Warte, soll das fließen oder soll still sein? Ne, soll eigentlich still sein. Wir brauchen mehr Wasser. Mehr Wasser ist aber salzig, ey. Ja, irgendwie ekelig. So, okay. Und der Peter hat auch sehr viel Botania gemacht, wie ihr sehen könnt. Das ja, nicht aber, viel, ich habe nur viel automatisiert. Ja, das kann aber beim Peter sehen. Genau, deswegen drehe ich mich auch nicht unbedingt um, denn da ist die Botania-Etage. Okay. Ja, das ist halt nur die Frage, ob die ohne Sonnenlicht auch arbeiten, ne? Ja, sonst können wir Dächer ins Loch machen. Loch ins Dach? Loch ins Dach, lass mal probieren, einmal Loch ins Dach. Aber nur bei zwei erstmal, warte. Okay. Aber warte, dann fange ich schon mal an, das andere aufzubauen. Also, natürlich. Theorie ist praktisch, dass wir Wasser in Witchwater umwandeln, in das Witchwater dann Sand geben und der Sand verwandelt sich dann in Soul Sand, der Soul Sand wird gesiebt, daraus bekommen wir dann Netherquarz, Netherwarzen und Gastiers. Und Gastiers können wir im Mana Pool zu Enderperlen umwandeln. Aber nur mit einem Catalyst darunter. Ja, eigentlich voll kompliziert das Setup, ey, aber... Ja, eigentlich schon, aber ich meine, einfach wäre langweilig, oder? Das stimmt. So. Okay. Dann kommen hier drunter Item Conduits. Darüber kommen Barrels. Wie konnte das denn passieren? Aquemos. Ah, jetzt. Aber die Wasserblumen haben gar keine Lust. Die arbeiten nicht. Ja, genau, warte mal kurz. Das ist suboptimal. Das stimmt. Wie gesagt, ich habe die in Somset aber auch noch nicht aufgebaut. Also normalerweise kennt man es ja halt, dass man die einfach auf den Boden pflanzt. Wir haben diese Floating gebaut einfach mal. So, vielleicht funktioniert. Ja. Aber die Wasserblumen gehen bestimmt kaputt, ne? Das sind ja noch die einfachen. Oder eine der niedrigeren Blumen. Aber die floaten doch. Ah. Nee, ich meinte, vielleicht funktionieren die Floating nicht. Vielleicht müssen die stehen oder so. Ach so, meinst du? Das wäre natürlich doof, aber... Das stimmt, weil die verwelken dann ja auch immer. It is a possibility. Sonst machen wir nachher Setup mit anderen Sachen, mit einer leckeren Blume, die Sachen isst, zum Beispiel. Die hätten wir, glaube ich, noch nie gebaut, ne? Ne, aber machen ja, glaube ich, alle gerade. Ja. Ich glaube, für den Anfang ist das okay, aber wir wollen ja auch nachher TNT benutzen. Einfach mal was können. Deswegen haben wir ja die TNT-Farm auch gebaut. Natürlich. So. Okay, das ist Number One. Es füllt sich hier Wasser rein, das ist ziemlich nice, und das Wasser wird dann zu Witchwater umgewandelt. Soweit zu Step Number One. Und ich jugel mal. Was? Ich jugel mal ein bisschen, also ich google mal eben kurz. Aha. warte mal. Sand. Okay, Sand ist also der letzte Step. Das heißt, Signal disabled. Geil. Und wir können sogar hier den Strom benutzen von diesem mega geilen Überding, das der Peter gebaut hat. Ja, das ist aber echt krass. Das kommt so ein bisschen Strom raus, sag ich mal. Ja. Okay, warte, das ist Number One. Dann stellen wir die hier auf Insert überall. Aber ich glaube, das ist so kompakt und geil. Hoffentlich. Ja. Dann hast du oben einen Input. Unten den Hauptoutput und hinten, ne, nicht hinten, links einen scheiß Output. Output. Der Output. So. Sag mal so, wie gesagt, das Setup hier oben für Mana ändert sich ja nachher noch ein bisschen.
Ja, das ist jetzt nur die erste Sache. Ja, genau. Bei Botania sind wir halt noch nicht so weit, aber deswegen reicht es auch erstmal. Jetzt geht's. Wir müssen auf derselben Höhe sein wie das Wasser. Nice. Das wäre das Problem. Momentus Maximilius. Momento Raptor. Rastabra. Du sagtest, der Spreader soll schräg spreaden, ne? Ja, wäre gut. Also so, dass praktisch... Ja, nicht schräg. Wir könnten auch von... Von dem Haupt... Spreader? Ich hab's gerade geguckt. Vielleicht, ja wohl... Könnte knapp werden. Jawohl, ich meine, die Dinger kosten ja nichts. Warte. Machen wir so, guck. Mehr Spreader? So. Guck. Warte. Wo hättest du den denn gerne? Das weiß ich noch nicht, warte. Aber an sich brauchen wir jetzt erstmal noch Autosieve? Ja. Okay, also Autosieve kommt wohin am besten? Warte, hier muss noch eine Ebene drunter, ne? So, oder? Wie meinst du eine Ebene? Ja, ich habe das nur gerade weggemacht, damit ich die Kabel legen kann. Achso, okay, warte. Ich wusste nicht. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten cool aufbaue. Warte, was hast du denn anders? Wie viel hast du eigentlich? Also wir haben jetzt das Autosieve, das muss irgendwo hin. Da rein kommt der Soul Sand. Und aus dem Autosieve kommen drei Items raus. Zwei davon, also die Items werden dann aufgesplittet in zwei Kisten. Hm. Und die eine Kiste leitet es dann eben in den Dispenser und die andere Kiste sammelt es einfach nur. Warte, dann mache ich die hier hin. Mach mal Input, ne? Eine hier. Insert. Ah, okay, das geht natürlich auch. Hast du einen Mana Pool? Ja. Können wir... Hier drunter ist nichts, ne? Au! Warum? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Scheiße. Ich habe nicht dran gedacht, dass der Katalyst damit dazu muss. Wie kriegen wir jetzt denn die Items da gut raus? Eigentlich mit einer Obsidian Pipe, ne? Ja, eigentlich schon. Kannst ja absaugen. Absauge. Wie gesagt, nachher wird es wahrscheinlich nochmal ein bisschen verändern, wegen, wenn wir halt eine andere Mana-Produktion haben. Das hier nur jetzt so eine Basic-Mana-Produktion, die kann man ja eben dahin klatschen. Yep. Und die produzieren auch fleißig. Warte, machen wir den jetzt ganz kurz. Eigentlich könnten wir auch eine Botania-Uhr drüber machen, oder? Das wäre cool, aber. Also alle Mana-Spreader sind voll und die Blumen auch. Die brauchen unbedingt. Kann der Pool anvisiert werden? Der Pool kann anvisiert werden. Oh, das ist so ein schönes Geräusch. Top. Nether Quartz und Nether Wart. Zup. Haben wir jetzt übrigens auch mehr als genug. Ich war nämlich so blöd, um die Farm einzustellen. Weil ich einen Block drüber hatte, über der Farm. Und deswegen hat die nie Netherwarzen produziert. Genau, das war dumm. Aber... Zum Glück ist das System nicht ausgegangen. Hallo! Hallo! So, warte, dann mache ich hier keinen Itemfilter Insert, sondern hier einen Itemfilter mit einer Blacklist für die beiden Dinger. Mana kommt. Und hier machen wir eine Whitelist für die beiden Dinger. Mach mal. Mach mal. Ach, hast du eigentlich noch Item-Conduit? Fällt mir gerade mal ein. Ja. Wofür? Die könntest du hier zwischenpacken. Ja. Weil mal angenommen, es ist zu wenig Mana in dem Pool, dann haut dir die Tier da rein und saugt die dann an, weißt du? Das ist gut analysiert. Und dann wird quasi nochmal ein Turn versucht, wenn genug Mana drin ist. Warte, macht der denn hier schon was? Ah nee, oh, warte mal, können wir kurz die... Extract always active. Soul Sand. Hat er schon was gemacht? Ja, guck mal, wir haben Soul Sand, wir haben Nether Quartz, wir haben Nether Ward. Yay. Achso, nee, das habe ich da reingelegt. Ach lol. Okay, warte, er braucht aber noch Strom, das Auto. Wollte ich gerade sagen. Haben wir noch was von den Superkabeln hier? Von den Superkabeln? Ich habe noch 4 Stück. Das wird eng, ich hol neue. Okay. Wie kriegen wir denn die da rum? Eigentlich nur unten rum, ne? Oh. Voll der weite Weg. Untenrum mag der Heiko besonders. Cable. Also wir brauchen 1, 2, 3, 4 Kabel.
Vier Kabeln! Dann sind wir good to go. Okay, Peter hat die Kabel geholt und wir haben jetzt auch soweit alles richtig eingestellt. Und sobald wir die verbinden, soll das Autosiv auch arbeiten. Wir bekommen keinen Strom! Warum das denn nicht? Bitte? Brauchen die anderen Maschinen noch so viel Strom? Ja, eigentlich nicht, ne? Ja, eigentlich nicht. Warum bekommt er dann keinen Strom? Eigentlich nicht. Der ist auch angeschlossen, oder? Bin ich blöd. Oh, das war falsch. So, der kommt wieder weg. Der kommt wieder zu. Und das Ding hat der F. Okay, er macht was. Das ist awesome. Boah, guck mal, wie der rausknüppelt. 200 F pro Tick. Benutzt er gerade? Ja, aber weil er meine Rüstung auflädt. So. Boah, guck mal, wie er sich auflädt. 800 F pro Tick dazu. Krass, obwohl. Ja, ist noch dunkel. Ah ja, die Dinger sind ja auch noch voll oben. Yep. Wir haben ja auch noch einen Speicher. Jedes hat, glaube ich, auch noch mal 40.000, ne? 400.000, ey. Warte, hast du denn gerade hier Gastius? Ja. Dann leg die mal in die Kiste hier. Dann können wir gucken, ob es funktioniert. Musst du nicht noch Filter einstellen oder nicht? Ne, ist schon eingestellt. Okay. In die Kiste hier? Ja. Yeah. Okay. Oh, bitte geh. Hä? Hat er nichts gemacht? Ist doch zu wenig Mana drin. Ach lol, okay. Okay, wir haben jetzt gerade noch mal kurz was verändert. Und zwar hat der Peter rausgefunden oder wusste, dass man eine Engine an die Obsidian Pipe machen kann. Da hat die eine höhere Range. Das heißt, sie sammelt jetzt die Items auf, wenn sie in der Nähe rumfliegen. Ich hoffe mal, das sammelt die Gastiers nicht auf, bevor sie umgewandelt werden. Aber ach, stimmt. Wenn das passiert, dann laufen sie einfach wieder im Kreis die ganze Zeit und irgendwann werden sie dann schon umgewandelt. Und ja, genug Mana müssen wir jetzt eigentlich haben. Gastiers sind oben drin. Das heißt, wir stellen dich jetzt mal auf Redstone an Redstone aus. Also eine Enderperle ist rausgeploppt. Yay! Okay, also eine Enderperle haben wir drin und der Rest wird es praktisch immer hier im Kreislauf geschickt, bis wir genug Mana da drin haben. Genau. Okay. Ich meine, wie gesagt, haben wir ja schon mal erwähnt, dass das Mana-Setup natürlich noch wächst, aber wir machen Botania bei mir so ein bisschen weiter und dann haben wir nachher auch immer genug Mana drin. Genau. Eben nur für den Anfang jetzt. Aber genau. Der hat jetzt wieder hier keine Energie, ne? Jetzt ist ja auch gerade dunkel, die Panels sind oben leer. Ja, ich glaube, wir brauchen echt eine größere. Aber warum? Hä? Der hat doch genug Energie in der Capacitor Bank. Aber das Sieve ist leer. Und was zieht 80er F raus? Keine Ahnung, das frage ich mich immer auch. Weil eigentlich ist da nichts dran angeschlossen. Nee, warte mal, das Sieve funktioniert. Really? Aber er hat keinen Strom. Oder habe ich da einen Krümmel auf meinem Monitor? Nee. Das ist echt komisch. Okay, aber ich meine, gut, das funktioniert so halb. Wir gucken mal, wahrscheinlich machen wir dann hier noch eine größere Capacitor Bank dran, so als Zwischenspeicher. Und ansonsten haben wir jetzt eine automatische Enderperlenfarm. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sieht eigentlich voll krass aus, das Setup, ey. Schau mal, wenn du von hier guckst, voll monströs. Ja, eigentlich schon. Okay. Ja, mit dem Dach. Ja, eben. Okay, gut, dann guck mal mit Peter vorbei. Da gab es Botania, wie gesagt, und auch so ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel die Solarpellen hier oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, habt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. Tschüss.